FC Bayern München, wir werden im Mai eröffnen. Da möchte ich gern etwas dazugeben. Und Lothar, du hast so viel was alles gewonnen in deiner Karriere. Das ist aber, glaube ich, eine der schönsten Einzelauszeichnungen. Dann ist es die Ehre zum Weltfußballer 1991. Und ich glaube, es gibt keinen besseren Platz wie hier in der Allianz Arena, in dieser Erlebniswelt, in diesem Museum für den FC Bayern. Und ja, deswegen eine Kleinigkeit von meiner Seite für diese Erlebniswelt an Kalle. Dankeschön. Und der Berndi hat noch was. Das war der Fußballer des Jahres 1999. Ja, Lothar, und dieser Schuh, den hast du getragen. Sag selber, in welchem Spiel? Ja, das ist der Schuh vom WM-Endspiel 1990, wo hier der Schuhleiter der ersten Halbzeit kaputt gegangen ist. Und ich glaube, das kann man hier auch ganz klar mal demonstrieren. Viel ist ja geschrieben, viel ist ja gesagt worden, aber hier ist der Beweis. Leider ist er kaputt gegangen, sonst hätte wahrscheinlich ich den Elfmeter geschossen und nicht an die Tribüne. Aber es ist alles okay, wie es gekommen ist. Aber wichtig war, dass wir das Spiel gewonnen haben, und ich freue mich, dass ich hier meinen kleinen Leiter dazu beitragen kann für diese tolle Sache. Dankeschön. Jetzt kannst du das wieder Berndi geben, lieber Lothar, damit du nicht alles schleppen musst. Das kommt alles in unsere Erlebniswelt. Kalle hat den Weltfußballerpokal, und dann gibt es noch etwas, lieber Karl-Heinz Rummenigge. Der Christopher Ralfs, komm mal her. Christopher Ralfs, sein Vater stand 2001 in Hamburg im Stadion, als ein gewisser Patrick Anderson in der letzten Sekunde den Ausgleich geschossen hat. Bayern München noch Meister wurde. Ein Hamburger Spieler hat dann den Ball in die Tribüne geschossen und dein Vater hat den aufgefangen. Das ist der Originalball. Patrick Anderson 4. Den gibst du an uns? Ja, auf jeden Fall. Dankeschön. Christopher Ralfs also mit dem Meisterball 2001 von Oliver Kahn. Jetzt kommt Olli. Wir warten auf Oliver. Der Ball, Oliver, ganz kurz rüber. 2001. Wir erinnern uns, wie Oliver damals unsere Mannschaft angefeuert hat. Weiter, immer weiter, legendär. Gibt es eigentlich die Eckfahne noch, die du damals in die Luft gerissen hast? Kiállítási darabot ajándékoztak a Bayern Múzeumnak. Szép dolog volt tőlük. Igen, direkt Ádám kezdőjét rázumolok Patrick Anderson fiára. Bocsánat, Patrick Anderson. Was losgeht im Traubenschauer, mein Gruß an einer Rote in ihrem Stadion, an Schickel, die auch in dieser Situation ihrer Mannschaft und gerade in dieser Situation den Rücken stärken. Für das Tor, Nummer 33.
30, Matthias Schober, die 8, Cynthia Marika, die 10, Luis Holtby, mit der 19, Chikidu Uwasi, die 20, Teo Buki, mit der 22, Azuto Uchida und die 28, Christoph Moritz, der Trainer von Schalke 04, Hüb Stenitz. So, Freunde, aber jetzt haben wir Droh Berlinge Herder. Das geht auch am Sonntag. Hier ist die Mannschaftsaufstellung des FC Bayern München. Im Tor Bronze mit Nummer 1. Mit der Nummer 7. Die 10. Alle. Mit der 13. Chefcoach, you!